Liebe Followerinnen und Follower aus Koblenz, Hamburg, Köthen und Magdeburg, Europa steht unter Druck. Das passiert nicht nur durch Länder, die beispielsweise über soziale Medien Cyberangriffe oder unrechtmäßige Handelsandrohungen unsere europäische Demokratie und Wirtschaft schwächen wollen. Es gibt auch Länder wie Polen und Ungarn, die mehr oder weniger gegen europäische Normen wie Rechtsstaatlichkeitsprinzipien, Pressefreiheit, universitäre Freiheit und einer freien und unabhängigen Zivilgesellschaft verstoßen. Nach einer intensiven Debatte im Europaparlament mit dem ungarischen Premierminister Orbán stimmten tatsächlich über 2/3 der Abgeordneten für die Einleitung eines Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn. Das ist ein großartiger Erfolg des Europaparlaments und für die Demokratie in Europa. Ich sprach mich in einer Plenumsdebatte für ein striktes Verbot von autonomen Waffen aus, die ohne menschliche Kontrolle tödliche Angriffe auf Menschen ausführen können. Darüber hinaus haben die europäischen Sozialdemokraten mit ihrer Initiative für eine Debatte ein klares Zeichen an die israelische Regierung geschickt. Ich rufe dazu auf, dem geplanten Abriss des Beduinendorfes Chan al-Ahmar und der Zwangsumsiedlung seiner Bewohner abzusehen. Israels Regierung würde damit gegen international geltendes humanitäres Recht verstoßen. Leider ist die Situation in der syrischen Provinz Idlib nicht thematisiert worden, wo Russland und Iran einen Angriff des Diktators Assad unterstützen und wir kurz vor einer humanitären Katastrophe stehen können. Gefreut habe ich mich über eine Besuchergruppe aus Sachsen-Anhalt, die mich am Montag im Europaparlament bei meiner Arbeit begleitete und sich sehr intensiv mit mir und lange über aktuelle politische Fragen und zu meiner Arbeit austauschte. Folgen Sie mir, folgt ihr mir gerne weiterhin auf meinen Social-Media-Kanälen bei Twitter, Instagram und Facebook und kontaktieren Sie mich, wenn Sie Fragen oder wenn ihr Fragen zur Europapolitik habt. Alles Gute und schöne Grüße aus Straßburg.